Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Videotutorial auf der Sophistikaeinsteiger.de. Mein Name ist Frank Weber und heute im Teil 3 meiner Miniserie ein Beispiel für eine parametrisierte Musterstatik einer Rahmenbrücke schauen wir uns die Parametrik der Unterbauten etwas genauer an. Ich zeige Ihnen wieder, wie flexibel dieses parametrisierte Modell auch hier ist und an welchen Parametern Sie ganz schnell und einfach drehen können, um die Geometrie und die Eigenschaften der beiden Widerlager getrennt voneinander zu verändern. Wichtig, es geht mir auch hier wieder nur um die Programmfunktionalität an dieser Stelle. Die Eingabewerte, ja, für die von mir gewählten Abmessungen und so weiter, müssen nicht immer praxisrelevant sein, sondern sind natürlich von Ihnen ja entsprechend zu wählen. An dieser Stelle verweise ich gerne auch nochmal ja an mein Eröffnungsvideo für diesen Blog, wo ich ganz klar beschrieben habe, was ich mit diesem Blog bezwecken möchte. Bitte denken Sie auch daran, dass dieses Video nur die dritte Folge aus dieser Miniserie ist. Sie sollten sich also bereits den Teil 1 Einleitung und auch den Teil 2 Überbau bereits angeschaut haben. Ja, heute in diesem Teil geht es um diese beiden Widerlager, die wir hier schon mal sehen. Ganz kurz für Sie, warum sind die auch unterschiedlich farblich dargestellt? Jedes dieser Bauteile habe ich in eine verschiedene, ja, unterschiedliche Gruppen abgelegt, so dass ich sie auch entsprechend später genau steuern kann. Das ist wichtig auch für die Bauzustände und auch für die Sichtbarkeiten. Das Projektverzeichnis selber, die Daten, also die Sie dann bekommen, besteht letztendlich einmal hier aus dieser Punkt Sophistik und aus dieser Excel-Datei, wo die Eingabeparameter entsprechend beschrieben sind. Gut, was ist generell zu sagen? Ja, Geometrie und Lasten können rechts und links völlig verschieden voneinander sein. Denken Sie bitte auch daran, hier habe ich ein paar Hinweise mit abgelegt. Die würde ich Ihnen auf jeden Fall auch empfehlen, sich die mal anzuschauen, damit Sie wissen, wie das ganze Prinzip funktioniert, beziehungsweise wie meine Voraussetzungen an der Stelle sind. Ich schließe diesen Dialog einfach mal wieder. Kann das ganze System natürlich auch schiefwinklig sein? Na klar, werden wir nachher gleich merken bei den Parametern. In dem Fall würde ich Ihnen auch empfehlen, gleich die Schiefwinkligkeit entsprechend im Überbau anzupassen. Das werden wir später nochmal sehen, wenn ich mir die Sonderfälle auch gemeinsam angucke. Wenn Sie einen Bogen haben, dann wird dieser Bogen praktisch trassierungsmäßig erst später nach dem Zusammenbau hergestellt. Im ersten Schritt stehen diese beiden Widerlager sich wirklich immer gerade gegenüber. Sie können aber einen Versatz infolge unterschiedlicher Fahrbahnbreiten rechts und links haben. Also auch kein Problem, damit können wir das auch richtig automatisch gleich an die richtige Stelle positionieren. Und wie gesagt, wenn Sie da was Bogenförmiges haben wollen im Trassierungsverlauf, dann machen wir das später ganz einfach, wenn wir das Gesamtmodell auch haben. Gut, Lasten. Ja, ich modelliere hier nicht nur das System selber, also die Bauteile, sondern auch gleich ein paar Lasten habe ich hier mit reingenommen. Einmal die Lasten aus der Hinterfüllung und auch wahlweise Lasten aus einem Temperaturlastfall, Temperatur, der entsprechend bewirken soll, beziehungsweise der abbilden soll, wenn diese Brücke später im Gesamtbauwerk im Sommer ausdehnt. Die Fahrbahnplatte werden natürlich hier zusätzliche Erddrücke auf die Widerlager, zum Beispiel auf die Widerlagerwände, aktiviert, und die möchte ich ganz gerne mit erfassen. Das war mal ein Wunsch von einem Anwender. Gut, zu den Erddruck- oder Hinterfüllungslastfällen vielleicht ganz einfach nochmal. Man sieht es hier, ich habe in der Modellierung die mal unterschiedlich aufgeteilt in verschiedene Lastfälle. Die werde ich entsprechend aber später auch wieder zusammenfassen, wenn wir das im Gesamtbauwerk haben. Es ist nur für mich zur Kontrolle gewesen, um die Wirkung entsprechend auch zu kontrollieren. Einmal Erddruck und Erfüllung einfach auf die Bodenplatte links, auf die Bodenplatte rechts, dann Erddruck und Erfüllung auf die aufgehenden Bauteile, linkes Widerlager, also hier auf die beiden Flügelwände und die Widerlagerwand. Man sieht sehr schön, wie das Ganze sich nach außen verformt und nach vorne kippt. Und das Ganze natürlich hier auf der anderen Seite. Und dann auch dieser Lastfalltemperatur infolge Ausdehnung im Sommer. Auch das ist alles richtig. Gut, dann schauen wir uns jetzt einfach mal die Excel-Tabelle an, die das Ganze steuert. Diese Excel-Tabelle habe ich mir selbst ausgedacht, muss man ganz klar sagen. Ich habe sie
hier in verschiedene Blätter aufgeteilt zu den verschiedenen Bauteilen, dass man das auch entsprechend hier übersichtlich gestalten kann. Dort, wo Sie etwas eingeben können, sind die entsprechenden Felder auch farblich hervorgehoben. Und ganz wichtig, ich habe zum einen hier nicht nur eine Kurzbeschreibung, was die einzelnen Felder bedeuten, sondern ich habe auch hier darunter jeweils Ergänzungen oder Erläuterungen versucht unterzubringen, die Ihnen, wenn Sie dann das System in die Hand bekommen, auch als ja, ungeübtem Anwender sofort erkennen lassen, was die einzelnen Parameter ja, bewirken. Beziehungsweise ich habe auch hier zum Beispiel noch ja, weitere Grafiken mit angelegt, damit man hier entsprechend auch diese Parameter nochmal grafisch erfassen kann. Gut, dann lassen Sie uns jetzt einfach mal anfangen mit diesen beiden Widerlagern. Ich werde Ihnen zeigen, wie man hier vorgehen kann und was die einzelnen Parameter bewirken. Ich werde auch parallel noch dazu ein paar Hinweise geben. Und ja, fangen wir einfach mal oben an. Wir wollen natürlich ein altes System löschen. Na klar, ich will erstmal anfangen auf der grünen Wiese, wie man so schön sagt. Und als erstes möchte ich mal nur das linke Widerlager generieren. Und da meine Fahrbahnbreite hier nicht außermittig angeordnet ist, beziehungsweise eine andere Fahrbahnbreite hat gegenüber der anderen Seite, sage ich hier auch einfach mal Außenmitte 0. Dann geht es weiter. Fahrbahn, Widerlagerwand. Ja, was haben wir als erstes hier? Die Länge der Brücke selbst. Das definiert dann später den Abstand der beiden Widerlager zueinander, so dass wir die, wenn wir die später in das Hauptsystem importieren, natürlich dort gar nichts nachträglich verschieben müssen, sondern es hier auch gleich an der richtigen Stelle landet. Gut. Fahrbahnbreite 10 Meter. Ja, das kann ich so lassen. Ich möchte auch hier erstmal kein schiefwinkliges System haben, aber dieser Parameter ja, korrespondiert natürlich ganz genau 1:1 mit den Parametern der Placements in der CRBD-Technik, wie ich sie so im letzten Video gezeigt habe. Wandhöhe können wir mal mit 6 Meter lassen. Wanddicke 1 Meter lasse ich auch mal so. Versatz der Unterkante nach hinten. Was ist damit gemeint? Da gehen wir einfach mal nach unten. Sie sehen auch wieder hier die schönen Grafiken. Und okay, hier ist dieser Parameter beschrieben. Ich kann also ja, die Unterkante der Widerlagerwand nach hinten oder nach vorne einrücken. Und hier entsprechend bedeutet es, dass es 1 Meter nach hinten rutscht. Materialnummer Beton, Materialnummer Bewährungsstahl. Hier stehen nur die Zahlen drin. Wo kommen diese Werte her, beziehungsweise die Eigenschaften? Na, das sind genau hier die Materialnummern, die hier verwendet werden. Welche Materialien sich dahinter verbergen, das können Sie einfach hier entsprechend definieren. Ich gehe erstmal davon aus, dass Sie hier diese Materialnummern verwenden und ganz wichtig, ich habe auch zu meinen Annahmen hier in diesem Vorbemerkungsteil erläutert. Gut, gehen wir wieder zurück in die Excel-Tabelle. Bodenplatte. Paralleler Abstand zur Widerlagerwandkante nach vorne 2 Meter, okay. Seitlicher Abstand nach außen 1 Meter. Länge der Bodenplatte 9 Meter, das ist alles okay. Dann habe ich hier auch entsprechende Dicke, dann noch vertikale Bettungszahl und auch eine horizontale Bettung vorgegeben. Ich habe auch hier wieder entsprechend meine Materialnummern und wer entsprechend auch hier wieder ja, genau nochmal nachschauen will, was passiert denn mit diesen ja, Überständen zur Seite und nach vorne, wenn ich zum Beispiel ein schiefwinkliges System habe, der sieht das entsprechend hier genau beschrieben. Gut, geht's weiter. Flügel. Ich habe hier erstmal zwei Flügel vorgesehen. Einmal die klassischen Standardflügel, die man auch zum Beispiel als Böschungsflügel verwenden kann oder eben als zweiten Typ diese Vollrahmenflügel, die man sehr gerne bei ja, Durchlässen etc. nutzt. Wir werden sagen, okay, links nehmen wir mal den klassischen Standardflügel und rechts werde ich dann auch mal den anderen verwenden. Gucken wir uns das Ganze wieder an. Materialnummer, Materialnummer, alles klar. Ist der Flügel überhaupt vorhanden? Es könnte ja auch sein, dass ich bloß einen kleinen Durchlauf oder Durchgang modellieren muss, wo ich gar keine Flügel habe. Dann könnte ich hier auch eine 0 eintragen. Horizontale Länge des Flügels an der Oberkante 9 Meter. Horizontale Länge des Flügels an der Unterkante, also bei der Bodenplatte 5 Meter. Und auch hier zum Beispiel die Neigung der Oberkante kann ich auch definieren über eine Gradzahl. Auch diese Parameter sind hier entsprechend wieder genau beschrieben. Gut. Endstück vertikal gerade runter, kann ich auch entsprechend vorgeben
Und eventuell, wenn ich wollte, können diese Flügel auch ja einen Anstellwinkel bekommen, was dann bewirkt, dass diese Flügel nicht mehr senkrecht hier nach hinten gehen, sondern entsprechend hier einen Winkel haben. Gut, sind wir mit dem Flügel fertig. Den ignorieren wir erstmal, deswegen steht hier eine 0. Werden wir gleich im nächsten Teil zukommen, bei dem anderen Widerlager. Und jetzt geht es weiter mit der Pfahlgründung. Haben wir überhaupt eine Pfahlgründung oder eine Flachgründung? Ich sage mal ja, Versatz seitlich, auch von der Bodenplattenkante oder vom Bodenplattenrand gerechnet 1 Meter nach innen und oben und unten auch 1 Meter nach innen. Anzahl der Pfähle in Längsrichtung haben wir hier mal 5 Pfahlreihen angesetzt und in der Querrichtung meinetwegen 6. Das werden wir auf der anderen Seite dann auch ändern. Und hier, ja, sagen wir mal, das Ganze ist 8,5 Meter lang, nur die Pfähle selber. Achten Sie bitte darauf, wenn Sie solche Kommazahlen hier eingeben, nicht wie in der Sophistikwelt mit Dezimalpunkt, sondern hier müssen Sie natürlich dann auch Dezimalkomma, wie in Excel gewöhnlich vorgegeben, verwenden. Diese Umrechnung macht dann Sophistik automatisch beim Import. Bettung in Querrichtung mal vorgegeben, in Längsbettung auch in Richtung und auch zum Schluss noch eine Feder am Pfahlende, die ich hier vorgeben kann, wenn ich zum Beispiel Pfahlspitzendruck und solche Sachen mit beachten möchte. Und auch hier wieder sehen Sie die entsprechenden Skizzen. Das heißt, mein Pfahlwerk wird hier, es wird ein Rechteck aufgezogen mit dem oben definierten Abstand, oben und unten, rechts und links. Da wird dieses Pfahlwerk platziert und dann in äquidistanten Abständen hier nach zur Seite und nach unten. Was passiert, wenn ich hier nur eine Pfahlreihe habe in einer Richtung? Dann wird es immer ganz genau mittig in dem Bereich platziert. Macht das System auch automatisch, wird automatisch vom System erkannt. Und wenn wir hier ein schiefwinkliges System haben, ist das auch kein Problem. Auch das wird natürlich vom System beachtet. Dann gehen wir zu den Hinterfüllungslasten. Hier habe ich mal zwei verschiedene Lastwerte vorgesehen. Ich habe zum einen Lastwert als Inkrement pro laufender Meter, der mir sagt, okay, ich wirke als Last auf die Bodenplatte jeweils. Bei 6 Meter Höhe ergibt es natürlich hier die Wert 60. Und dann habe ich noch einen zweiten Wert, um zum Beispiel mit einem abgeminderten, mit einer abgeminderten Last auf die aufgehenden Bauteile zu arbeiten. Dann kann ich hier einen anderen Wert vorgeben, was daran resultiert, dass ich hier diese Hinterfüllungslast erreiche, linear ansteigend nach unten entsprechend und dann natürlich hier endet diese dann nur bei 18, wenn wir wieder 3 mal 6 rechnen. Gut, als letztes dieser Zusatzerddruck infolge Ausdehnung der Fahrbahn im Sommer. So, da habe ich mal 4 Werte vorgegeben. 2 Werte sind nur notwendig, wenn Sie mit so klassischen Bauwerken arbeiten, also diese klassischen Kastenwiderlager mit den Flügeln ganz nach hinten weg oder schräg nach hinten weg. Und dann habe ich nochmal 2 Werte vorgesehen für diesen anderen Widerlagertyp bzw. diese andere Flügelform. Gehen wir nochmal hin, also wir haben einen Wert oben, das ist also ein Lastwert, das ist kein Inkrement, sondern das ist ein Absolutwert und der verringert sich dann auf einen Wert unten. Und da ich mir gesagt habe, das Ganze baut sich auch nach außen ab hier, habe ich auch hier 2 Zwischenwerte nach außen nochmal bei dem anderen Flügeltyp angegeben. Gut, wenn wir das alles eingetragen haben, können wir jetzt sagen, bitte speichern und wir können unser Projekt rechnen. So, jetzt an der Stelle nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie dieses Projekt verwenden wollen, müssen Sie kein, ich sag mal, Sophistik-Programmier-Freak sein. Sie müssen noch nicht mal diese Cut-In-Programmiersprache beherrschen, denn alles ist entsprechend definiert und Sie brauchen eigentlich nur hier diesen letzten Task ausführen. Das heißt, rechte Maustaste berechnen bis, dann wird alles, was da oben definiert ist, entsprechend generiert und die Lasten werden erzeugt. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Das heißt, jetzt wird das linke Widerlager generiert und die entsprechenden Lasten werden aufgebracht. Und wenn Sie hier zwei Systeme getrennt modellieren, werden Sie wahrscheinlich auch beim ersten Lauf immer diese Fehlermeldung bekommen. Das ist überhaupt kein Problem.
da sagt er einfach, okay, hier fehlt mir das rechte Widerlager noch. Wenn wir nachher das rechte Widerlager formuliert haben, wird diese Warnung auch nicht mehr erscheinen, können Sie einfach ignorieren. Gut, gehen wir wieder rein, beziehungsweise gucken uns das erstmal an, was haben wir gerade geschafft. Okay, unser erstes Widerlager ist da. Gehen wir zurück in die Eingabe und jetzt sagen wir, wollen das vorherige System natürlich nicht leeren, sondern wir wollen es ergänzen. Jetzt wollen wir das rechte Widerlager generieren. Und jetzt sage ich mir eben, okay, ich habe auf der anderen Seite, so wie ich es beim Überbau gezeigt habe, eine Fahrbahnbreite von 14 Meter. Und ich möchte, da ich es einseitig habe, hier natürlich, dass das Widerlager gleich an der richtigen Stelle landet. Also nehmen wir hier die Hälfte des Zuwachses als Versatz an. Damit ist entsprechend das Widerlager auch gleich richtig positioniert, wenn wir es später zusammenbauen. So, Fahrbahnlänge bleibt natürlich gleich. Und hier die Fahrbahnbreite 14 Meter. Bitte denken Sie daran, dass natürlich diese Fahrbahnlänge, die wir hier verwenden, auch mit der Fahrbahnlänge in Ihrem ersten Teilprojekt, wo der Überbau definiert ist, übereinstimmt. Es soll ja schließlich alles gleich an der richtigen Stelle liegen. Schiefwinkligkeit haben wir nicht, Wandhöhe lasse ich alles, Wanddicke, Versatz der Unterkante sage ich jetzt mal 0, die soll einfach senkrecht nach unten gehen. Materialnummern kann ich auch so lassen, aber die Bodenplatte, die wollen wir jetzt ändern. Der Abstand nach hinten und nach vorne, den könnte ich jetzt zum Beispiel mal auf 2 Meter setzen, lassen wir. Oder nee, wir ändern ihn mal auf 1 Meter, soll nur ein Streifenfundament werden. Und seitlicher Überstand sage ich jetzt mal 9 Meter. Länge der Bodenplatte selber ist nur noch 2 Meter. Und Dicke der Bodenplatte lasse ich auch, die Bettungswerte lasse ich auch mal. Sie werden gleich sehen, was dabei rauskommt. Standardflügel überspringe ich, denn ich aktiviere hier mit dem Wert 1 den anderen Flügeltyp. Wenn ich hier eine 1 eintrage, dann werden die Parameter, die Geometrieparameter, hier, die wir hier vorgaben, komplett übersprungen und er geht sofort in diesen Bereich rein. Was haben wir hier wieder? Verschiedene Abmessungen, die auch hier entsprechend wieder genau erläutert sind. Gut, gucken wir uns das Ganze mal an, also 3, 5. 4, 2 kann ich alles so lassen, horizontale Länge des Flügels an der Unterkante, 8 Meter, das heißt, das sollte also kurz vor dem Streifenfundament wahrscheinlich beendet werden, Vollrahmenflügeldicke 1 Meter. Gut, aber Pfahlgründung, jetzt müssen wir hier ran. Was haben wir hier? Wir haben auch wieder eine Pfahlgründung, Versatz seitlich 1 Meter, ja, aber jetzt sagen wir, okay, wir haben nur noch Platz für eine Pfahlreihe in Längsrichtung, aber in Querrichtung meinetwegen 16 Fehler. Und das ist der typische Fall, wenn ich jetzt sage, ich habe in einer Richtung nur eine Pfahlreihe. Jetzt wird diese Pfahlreihe genau mittig in diesem vorhin genannten Rechteck platziert, automatisch. Da guckt das System dann direkt drauf und ich sage mal, die Fehler sind auch meinetwegen etwas kürzer. Die anderen Parameter kann ich so lassen, speichere auch das wieder ab und gehe jetzt wieder zurück in meine Sophistic-Projektdatei und sage, bitte nochmal das Ganze von oben nach unten durchrechnen. So, und jetzt läuft er wieder durch das gesamte System durch und generiert mir mein zweites System. Und wenn er fertig ist, dann sollten wir zum einen jetzt nicht mehr diese Fehlermeldung von eben bekommen und wir sollten auch gleich unsere beiden Widerlager hier vorfinden. Super, gucken wir uns das Ganze mal an. Das sind meine beiden Widerlager, die ich jetzt mal in kürzester Zeit generiert habe. Ja, was will ich auf jeden Fall noch sagen? Zum einen nochmal der Punkt, ganz klar, man muss hier zwischen zwei Anwendertypen trennen. Wenn Sie nur der Anwender sind dieser ganzen Technik, müssen Sie keinerlei Erfahrung haben in der Sophistic-Programmierung mit CAD-IMP. Sie müssen sie nicht mal können, Sie müssen nur grundsätzlich mit der Sophistic-Arbeitsweise in diesem SSD hier vertraut sein, dass Sie wissen, wie Sie Tasks ausführen können. Wenn Sie allerdings dieses, mein Modulpaket hier erweitern wollen, anpassen wollen, dann müssen Sie natürlich hier entsprechend auch diese Programmiersprache entsprechend beherrschen, damit Sie hier auch Ihre zusätzlichen Features einbauen können. An der Stelle verweise ich aber gerne mal auf ein Tutorial bei mir im Blog, wo ich mal von 0 auf 100 komplett ein Brückenbauwerk mit CAD-IMP auch schon mal erstellt habe
und dann wirklich auf die einzelnen Schritte, If-Else-Abfragen, Vorschleifen, wenn ich die Fallwerke generiere und alles diese ganzen programmatischen Geschichten ausführlich erläutert habe. So, wenn wir das Ganze jetzt hier haben, ist natürlich die Frage, könnte ich das hier jetzt sofort direkt in die grafische Oberfläche hineinladen und ergänzen? Ja, kein Problem. Probieren wir es einfach mal. Ich gehe mal hier rein und sage, ich möchte einen neuen Task einfügen. Und das soll eine grafische Eingabe werden. Muss ich sie erstmal ganz kurz suchen. Sophie Plus. Gut. So, jetzt ist sie da. Und jetzt starten wir einfach mal die Eingabe. Und jetzt wird diese DWG-Datei, da sie noch nicht vorhanden ist, einfach mal neu angelegt. Und wenn sie dann fertig ist, werden wir sehen, sie ist einfach komplett leer, da ist noch nichts drin. Dauert jetzt bloß einen kleinen Moment, weil ich das System erstmal die Eingabe starten muss. So, alles ist geladen, Sie sehen, nichts ist da, alles ist leer. Jetzt gehen wir einfach mal rein und sagen Werkzeuge, Import, bitte mein System laden. Er weiß sofort, dass er in der aktuellen Datenbank suchen muss. Also laden wir uns das Ganze einfach mal rein und sagen, ja, können wir auch rausnehmen, ist sowieso nichts da. Und dann haben wir hier unser Bauwerk. Das haben wir gerade programmiert. Und hier könnte ich jetzt jeden Befehl innerhalb der grafischen Oberfläche nutzen, um das System vor dem Import in das Gesamtsystem meinetwegen an manchen Stellen noch zu ergänzen oder auch entsprechend zu verändern. Und gehen wir wieder zurück, entsprechend hier. Was will ich noch sagen an der Stelle? Ja, es gibt bei mir natürlich schon weitere Ideen für die Erweiterung im Kopf. So will ich mir unter anderem auch den Anwendungsfall vornehmen, dass ich ein gelagertes System habe. Das war also hier die Geometrie der Widerlagerwände entsprechend anpassen müssen und dann auch eine Kammerwand eventuell noch vorsehen müssen. Das werde ich auf jeden Fall noch tun. Und eine Geschichte, die vielleicht auch vorkommen kann. Ich gehe noch mal ganz kurz hier rein und starte mal aus Versehen diese hier neu. Also wieder berechnen bis. Ist mir auch öfters mal passiert. Gut, im Moment sagt er ja noch eine andere Geschichte, dass er sagt, ja, Berechnung fortsetzen. Er ist natürlich in der grafischen Eingabe drin. Dann muss ich da erstmal raus. Wollen wir da speichern? Nein. Ja. Dauert eine kleine Sekunde und jetzt starten wir den Prozess nochmal neu. Ja genau, jetzt sagt er hier, alles klar, hier sind Sachen bereits vorhanden. Soll er das vornehmen? Das passiert eben, wenn Sie wirklich an einer falschen Stelle mal gesagt haben, System übernehmen. Und das Bauwerk an der Stelle zum Beispiel, das linke Widerlager, schon da war. Ich empfehle Ihnen an der Stelle einfach mal einen Clean Run, dass Sie wirklich sagen, alles auf Null setzen, komplett neu generieren. Also erstmal mit dem Parameter hier vorne, global Bauwerk 1 anzufangen, erstmal alles zu leeren und dann das erste Widerlager neu zu generieren. Ich habe auch immer mit dem linken begonnen, können Sie aber auch anders machen. Dann wieder einmal durchlaufen lassen und dann entsprechend ergänzen. Dann kriegen Sie diese Fehlermeldung auch nicht mehr. Na super, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich habe Sie wieder neugierig genug gemacht, sodass Sie mir auch in den nächsten Videos weiter folgen werden. Ich verspreche Ihnen natürlich, es wird weiter spannend. Und wenn Sie das hier Gezeigte dann bei sich auch in der Praxis umsetzen, so werden Sie wirklich einen Effektivitätssprung machen, der sich mehr als lohnt. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich aufs nächste Video, wo es dann um den Zusammenbau des Systems geht und sage Tschüss und auf Wiedersehen, Ihr Frank Weber von der Sophistikeinsteiger.de.